Hallo, happy Monday. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr konntet euch ausruhen und konntet euer Wochenende genießen. Bei mir ist gerade Freitag. Ich lade gerade mein Video für Freitag hoch zum Schnitt. Gebe ich das weiter. Und ja, machen wir gerade meine Wärmflasche. Wir haben gerade kurz nach 10, halb 11 schon. Oh mein Gott, die Zeit rennt. Ich habe gerade noch eine Story für das La Vie est Belle zusammen mit Lancôme gemacht. Das war eine bezahlte Produktplatzierung, eine Story. Und ich habe auch noch das Posting online gestellt. Unfassbar viele haben schon drunter geschrieben. Ich glaube, über 1500 Kommentare habe ich in 4 Stunden für die Lancôme-Produkte. Also so sehr beliebt sind sie bei euch. Genauso wie bei mir. Ich liebe die Produkte einfach von Lancôme. Ja, habe heute 2 Videos gedreht. Ich habe heute die Sachen angekauft, die hier, die ich auch in diesem Vlog mit euch dekorieren werde. In diesem Messi, in dieser Vitrine. Sie ist aus Holland. Diese Marke nennt sich Kolmore, beziehungsweise der Laden. Aber dabei, und zwar ist das immer auch die meine ganzen Bilderrahmen hier, ne? Die sind auch von Kolmore, genauso wie mein Couchtisch, hier diese Konsolen. Das Ding ist aber, ihr müsst euch irgendwie Alternativen finden, weil das ist aus einem Großmarkt, also ein Großhändler ist das, und meine Freundin hat halt so einen Gewerbeschein. Und wenn ihr Freunde habt, die so einen Gewerbeschein haben, allerdings nicht für jedes Gewerbe, ruft er vorher auf jeden Fall an und stellt auch sicher, dass ihr da einkaufen könnt mit dem Schein, den ihr habt. Ansonsten ist es nämlich sehr schwierig, beziehungsweise gar nicht machbar, da irgendwas zu kaufen. Genau, und deswegen sage ich das immer so selten, weil es die Sachen einfach nicht gibt, so im freien Markt. Ich habe auch schon mal überlegt, die Sachen irgendwie zu kaufen und euch weiter zu verkaufen, aber Leute, zum Beispiel dieses Regal hier, das kommt an einem Stück. Lediglich dieses schwarze hier unten ist getrennt von diesem Ding hier. Und ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe das hier, also die Männer haben das gemacht, hier durch diesen Aufzugsschacht und draußen so durchbekommen, gerade so durch das Tor. Also es würde nicht mal durch eine normale Haustür oder so durchgehen, ne? Wenn dann durch eine Terrassentür oder so. Es ist wirklich ein wirklich wunderschönes Schmuckstück, aber sehr schwer. Ich werde mir jetzt meine Wärmflasche machen und hier läuft alles auf dem Laptop. Das überprüfe ich immer gerne so ein paar Minuten noch. Wärmflasche, go! Ich habe so ziemlich alles aus meinem DM-Haul gerade ausgepackt. Zahnseide, Zahnpasta, Q-Tips, neuen Zahnbürstenkopf. Die Abschminkpads. Ich werde mal gucken, ob ich mich damit gut abschminken kann. Let's try. Einfach Micellarwasser vielleicht drauf. Gucken, ob man die Wimpern gut damit. Die sind so dick, die Dinger. Klappt eigentlich ganz gut. Habe ja noch das Retinol, Leute, was ich ausprobieren wollte. Ich werde euch das dabei auf dem Laufenden halten. Perfekt, Leute. Hat genau einmal gehalten. Alles schön 15 Euro auf dem Boden verteilt. Okay, ich habe die neue Kamera. Ich weiß noch nicht genau. Es fühlt sich irgendwie komisch an, mit einer anderen zu filmen. Die will ich immer noch, liebe Canon. Ich muss mir auf jeden Fall einen Tondings da kaufen für diese Kamera. Ich werde auch gleich mal gucken, bevor ich weiter filme, ob das gut ist. Also ob der Ton schon allein gut ist oder ob ich noch mehr Ton brauche, aber hauptsächlich habe ich es ja des Tons wegen gemacht. Gestern Nacht ist ja mein Retinol ausgelaufen. Schön komplett auf den ganzen Boden verteilt. Ich habe dann noch die Dinger gewaschen, weil es ist ja komplett auf diese, wie heißen die, Bartvorleger gelaufen. Alles war gelb und ich hatte ein bisschen Angst, dass es da drin so hängen bleibt. Ich werde danach nochmal in den DM gehen und mir auf jeden Fall nochmal Retinol kaufen, weil ich es unbedingt testen möchte. Aber ich habe gestern schön 15 Euro auf meinem Boden ausgeleert. Jetzt setze ich mich hin. Und esse Suppe. Oh mein Gott, das Bild ist gelb. Warum? Okay, ich muss mich ein bisschen noch mehr damit beschäftigen. Oh no. Okay, ich muss mich so ein bisschen noch an diese Kamera rantasten. Das ist mein Vorher. Das wollte ich sagen. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe einfach eine Hose von Gymshark, glaube ich, ist die an. Ein Oberteil von Nike. Dieser Hoodie hier, beziehungsweise ja, doch Hoodie, ist von Bershka. Den habe ich vor 4 Jahren oder so mal gekauft. Und meine Boxhandschuhe, meine Schuhe. Und jetzt nehme ich noch meine Tasche mit. Ich habe einfach noch dieses Dings da an meiner Kamera dran. Gerade übrigens dieses Dry Shampoo ausprobiert von dieses mit dem Geruch, was ich euch in meinem DM-Haul gezeigt habe. Meine Haare riechen wirklich gut. Von der Stärke her ist es ungefähr wie das klassische von Colab. Und falls ihr nicht wisst, wovon ich gerade rede, also dieses Colab Dry Shampoo mit Fragrance, ich glaube von der Stärke ungefähr ist es wie dieses Standard Colab Dry Shampoo. Mag ich, feiere ich. Diese 4 Produkte müssen noch ins Bad, 5. Und ich mache mich jetzt mal los. So, wir sind angekommen. Hallo. Was denn? Hallo. Hallo. Oh.
meine Damen und Herren, da ich nächste Woche kämpfe, habe ich die Trainerrolle abgegeben an Schochan. Hallo. Und die Schochan ist jetzt heute der Coach. Und jetzt. Ui, genau so. Mach 1, 2 und rüber. So, Leute, ich habe eine neue Kamera. Ja, sieht so leer aus, ne? Mal gucken, ob ihr mich besser hört jetzt. Wir sind beim Pimmock, Szenenwechsel, ich bin nicht mehr beim Sport. Wie man sieht, die Basma isst Kartoffeln. Sieht lecker aus. Alles vegetarisch hier auf dem Tisch, weil ich die letzten Tage so viel Fleisch gegessen habe, habe ich das gleiche wie Tara genommen. Und zwar Serviettenknödel mit Salat und hier eine Champignon-Pfifferlingssoße. Für die, die jetzt Hunger haben, es tut mir sehr leid. So, ich bin wieder zu Hause. Ich war ja mit Tara und Basma draußen. Wir haben sogar Kameras mitgenommen. Ich habe meine Kamera und mein Laptop mitgenommen. Dann haben wir Fotos gemacht, weil man kann einfach mit dem Handy, die machen im Sommer super schöne Fotos, alles keine Frage, aber wenn man echt schöne Fotos im Winter haben will, muss man schon die Kamera auspacken. Dann macht es echt keinen Sinn. Dann kann man versuchen und machen, was man will. Es sieht einfach kacke aus. Genau, ich habe jetzt hier 8 Millionen Pakete, die ich auspacken muss. Ich glaube, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich glaube übrigens, ich habe morgen um 9.30 Uhr wieder Training. Und ich glaube, vorher werde ich schon mal anfangen, diese Vitrine, je nachdem, wann ich heute ins Bett gehe, schon mal schön irgendwie zu machen. Damit ich vielleicht Samstagmittag nochmal gucken kann, was fehlt, um das nochmal nachzukaufen. Ich bekomme aber heute Abend Gäste. Meine Freundin kommt mit Baby und ihrem Mann vorbei. Und ich glaube, dass ich dann... Kann sein, dass ich ein bisschen länger wach bin. Wobei man weiß nie mit Baby, ne, wann die gehen und so. Das erste ist vom Biotherm. Boah, die Karte, wie süß. Einmal die Live Plankton Mask. Süß. Socken. Kaschmirsocken. 100% Kaschmir. Dann einmal das Leö. Glaube ich, spricht das richtig aus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das belebende Eau de Toilette, inspiriert vom legendären Zitrusduft Della Corporel. Und dann haben wir hier noch so ein Lippenprodukt. Und zwar das Hydrating Lip Replumbing and Smoothing Lip Balm. Ich bin mir irgendwie so ein bisschen unsicher mit dem Licht, deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt. Übrigens, falls ihr euch wundert, was unten so laut ist, ich habe manchmal jemanden bei mir, eine ganz liebe Frau, die mir beim Bügeln hilft, weil mein Arm, wie gesagt, ist ja entzündet. Ich habe eine Sehnscheinentzündung, das brennt hier. Ich schaffe es vielleicht 2-3 Teile zu bügeln, aber ich schaffe das nicht mehr. Und ich muss ja irgendwann bügeln. Das stapelte sich irgendwann so krass bei mir, dass ich gedacht habe, vielleicht kann ich ja jemanden holen, der mir dabei hilft. Also wundert euch nicht, aber das ist gerade das Dampfbügeleisen unten. Deswegen, ja, ich würde es sehr, sehr gerne selber machen. Ich gebe sowas ungern ab. Ihr wisst ja, wie pingelig ich auch bin mit der Hausarbeit. Nicht, dass es irgendjemand anderes nicht so gut macht, aber einfach ich... Selbst mag meine Hausarbeit zu gerne, um sie abzugeben. Aber das musste ich leider abgeben. Und durch meine Schulter, ne? Ich weiß, manche werden mich jetzt dafür verurteilen, aber ist mir leid. Wir haben was von Juwelkerze. Ich glaube, die liebe Fiaka hat mit Juwelkerze kooperiert. Und sie hatte mich auch gefragt, ob ich Lust habe, die Kerze mir anzuschauen und auszutesten. Und Juwelkerzen, falls ihr sie noch nicht kennt, was ich nicht glaube, das sind Kerzen, die man anzündet und dann irgendwann findet man ein Schmuckstück in der Kerze. Wow, ich hatte noch nie eine. Das ist meine allererste. Das ist die Juwelkerze bei Fiaka. Die nennt sich Moments und sie riecht nach Vanille und pudrig. So pudrige Vanille, riecht gut. Riecht wirklich gut. Ich bin mal gespannt, wie sie riecht, wenn man sie anmacht. Irgendein Geschenk ist drin, aber man weiß es ja noch nicht. Und man weiß vor allem nicht, wo es ist. Es kann komplett in der ganzen Kerze drin sein. Werde ich heute Abend auf jeden Fall anmachen, stelle ich mir schon mal hier hin. So, dann haben wir was von Catrice. Liebe Tara, let's make a December to remember. Eine neue Bold Gold Pressed Pigment Palette. Ein Online-Exklusivprodukt, wie man sieht. Und das hier ist wohl die Palette. Tada! Einmal alles voller Chaos. Hier ist noch eine wunderschöne Weihnachtskugel. Kommt mal direkt an den Weihnachtsbaum dran. Dann haben wir hier eine Kerze. Und wir haben auch die Palette, hoffe ich, ja. Eine wunderschöne Nude-Palette. Alles Nude-Töne. Das ist genau mein Ding. Oh. Das ist alles voller Konfetti. Ich wünschte, die Firmen würden das nicht machen mit diesem Zeug.
Ich weiß, es sieht liebevoll aus, sieht auch schön aus, wenn es verpackt wird, wenn man es aufmacht und so. Aber erstens macht es eine Sauerei, zweitens der Umwelt zuliebe nicht. Lieben Dank an Catrice, ich freue mich sehr über die Palette, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und die Kugel auch gleich mal dranhängen. Mist, ich habe mein Messer verloren. Ich bin der Profi da drin, Leute, Messer wegzuschmeißen, nachdem ich Pakete öffne, weil ich die Messer immer in Paketen irgendwie wiederfinde. Übrigens, sorry, da das Display jetzt, das Klappdisplay jetzt da oben ist, gucke ich die ganze Zeit da oben rein. Ich habe mir abgewöhnt, da rechts in das Display reinzugucken. Jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Ich hoffe sehr, die Kamera enttäuscht mich nicht. Irgendwie ist es ungewohnt, es sieht so dunkel aus. Ich muss gleich mal gucken am Laptop. Sephora! Ich habe nur S gesehen. Ich kann einmal eine Schublade aufziehen und da ist... Oh mein Gott, wie schön! Wie schön, ein PJ-Oberteil. Voll schön mit so einem Band noch. Wir haben hier einmal eine Maske. Krass. Was für ein Packaging. Ah, das macht man hier auf. Boah, was die Leute sich mal einfallen lassen, ne? Für die Umverpackung. Schon sehr cool. Wir haben hier einmal ein Illuminating-Maske. 5-Minute-Sheet-Mask. Und eine Augengel-Maske. Habe ich schon lange nicht mehr benutzt, Augenmasken, weil meine komplett leer sind. Vielen Dank dafür. Dann haben wir hier von Kat Von D das Go Big and Be Bold. Meine Mini-Mascara und ein Lipstick. Werde ich in meine Sweet Monday-Verlosung reinmachen für die nächste Woche. Und dann haben wir hier eine Skincare-Surprise-Box von Sephora selbst. Und dann haben wir ein Tonic-Trio von Pixi mit drin. Oh, Babys! Guck mal, wie klein, wie süß sie sind. Das ist das Vitamin C Tonic, das Glow Tonic und das Rose Tonic. Sehr cool. Ich habe immer wieder vergessen, das Glow Tonic zu benutzen. Immer und immer und immer wieder. Und ich werde es jetzt auf jeden Fall benutzen. Ich brauche auf jeden Fall einen Tonic für morgens, wenn ich mir mein Gesicht gewaschen habe. Irgendwas zum Drübergehen, damit so ein bisschen Feuchtigkeit auf mein Gesicht kommt. Dann haben wir von Mario Badescu das sehr, sehr bekannte Facial Spray with Aloe Water and Rose und ein Lip Balm. Dann haben wir die Damn Girl Mascara von Too Faced in der Miniatur. Ich habe die in groß, deswegen werde ich die auch verlosen. Und dann haben wir Lano Lips und hier steht drauf The World's Best Lip Balm. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und dann von Tarte noch eine Lights Camera Lashes 4-in-1 Mascara. Und dann haben wir nochmal so ein Handdesinfektionsmittel. Und von Winky Lux einen Lippenstift. Ich war schon so lange nicht mehr bei Sephora. Ich muss dringend mal auf die Schildergasse in Köln. Da ist nämlich ein riesen Sephora. Und da kann ich Stunden und Stunden und Stunden verbringen. Und das werde ich jetzt wieder hier reinpacken, damit ich eine schöne Story darüber machen kann gleich. Dankeschön an Sephora dafür und für diesen coolen PJ. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Dann haben wir immer noch drei Pakete. Ich habe hier ein PR-Geschenk von Nails 2000. Da ich aber gemachte Nägel habe, werde ich das entweder... Das ist doch, glaube ich, mit UV und so, oder? Hier ist das Paket. Und ich glaube, entweder benutze ich das für meine Füße jetzt zum selber machen. Das dauert mir einfach zu lange, im Nagelstudio zu sitzen. Hände und Füße dauert 2,5 Stunden oder so. Und hier steht, liebe Tare, wir freuen uns, die heute Nummer 2 vorstellen zu dürfen. Oder N2. Wir sind eine Nagelkosmetikfirma mit eigener Herstellung in Baden-Württemberg. Wir sind spezialisiert auf UV-Lacke. Alright. Okay, das werde ich mal alles in diesem Paket lassen. Oh, ich habe hier ist gar keine UV-Lampe mit drin. Wie schön. Guckt euch mal diese schönen Stifte an. Das ist ein Pinsel, Leute. Oh mein Gott, das ist für die Nägel ein Pinsel. Ich hätte es sehr gerne ausgetestet auf meinen Füßen und euch gezeigt, aber hier ist leider keine UV-Lampe mit drin, deswegen I'm sorry for that. Oh, wir haben hier was von Helena Rubinstein. Oh, das wäre eine schöne Tasche. Einmal das, ich zeige es euch lieber, weil ich glaube, ich kann das immer schlechter aussprechen als krass, das Edelweiß mit drin. Das bekommt man immer nur so auf den Bergen. Das ist eine regenerierende Creme. Ja, aus den Schweizer Alpen steht hier sogar, seht ihr? Ich weiß nämlich, dass man Edelweiß, das ist diese Blume und ganz viele haben die auf ihren Autos kleben. Und Edelweiß ist sehr, sehr, sehr selten und bekommt man wirklich nur ganz weit oben auf den Bergen. Und hier steht auch aus den Schweizer Alpen. Also sehr feuchtigkeitsspendend. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Tausend Dank dafür. Und wir haben hier noch einmal die Lash Queen Mascara. So. Kennt ihr noch die, wie heißt die von Helena Rubinstein mit diesem Tigermuster drauf? Das war eine, glaube ich, meiner ersten High-End-Mascaras. Und last but not least, ein letztes Paket. Oh, von Eborian.
der französischen Marke, orientiert an koreanischer Skincare, habe ich hier von Eborian ein paar Produkte bekommen. Einmal das Rose Infusion Lip Oil, kenne ich auch, schon probiert, sehr, sehr gutes Lippenöl. Dann das CC Eye und das CC Red Correct, sehr cool. Ich glaube, ich werde die verlosen, weil ich sie halt auch habe schon. Aber sie sind sehr geliebte Produkte von mir. Aber ihr könnt damit einfach euch so schnell fertig machen. Also gebt das einfach in die Hand und reibt das auf euer Gesicht, als wäre das eine Gesichtspflege. Und dann habt ihr so ein, ja, Color Correcting ist das, aber wirklich sehr, sehr schön. Das einmal, hier ist ein Red Correct, also für Leute, die vielleicht Rötungen haben. Und das ist einmal das CC Eye. Sehr cool, ich danke. Vielen, vielen Dank für diese ganzen PR-Pakete. Hier sieht es wieder aus. So sieht es immer danach aus, Leute. Es ist schon immer sehr, sehr viel Paket für wenig Produkt. Ich will jetzt nicht sagen, ich kriege zu wenig, um Gottes Willen. Aber ich sage immer, vielleicht kann man die Verpackung noch ein bisschen kompakter machen. Wenn das jeder macht, dann haben wir nämlich viel geschafft. Ich werde jetzt Hackfleisch aus der Gefriertruhe holen, auftauen lassen, Essen schon mal vorbereiten, mich abduschen gehen und dann meine Gäste erwarten. Ich hoffe, dass ich das genauso schnell schaffe, wie ich gerade davon erzähle. Hallöchen, ich habe gekocht. Moin. Orhan und Sevi sind da mit Baby, aber Baby wird nicht gezeigt im Internet, aber oh, oh, er hat gebrochen. War lecker seine Milch. Seid ihr alle inkognito? Ja, jedenfalls, ich zeige euch noch kurz, was ich gekocht habe, weil... Tada! Ich habe nicht mal Serie geguckt währenddessen, ich habe einfach nur in Ruhe Essen gemacht, ohne Witz. So, und jetzt wird gegessen. Voll cool, ich habe mir bei Foto Gregor dieses Ding hier gekauft. Da kann man einfach sein Handy reinstellen. Ich habe jetzt hier hinten noch so Zewa reingemacht, weil sonst würde sich das so hinlegen. Kann man eigentlich Serien und sowas drauf gucken. Aber ich wollte mehr so Timeslapse machen und wollte immer so mein Handy hinstellen und dachte, dass ich das dann mitnehme. Es hat, glaube ich, 2,50 Euro oder so gekostet. Und ich werde das jetzt aufnehmen und auf Instagram hochstellen mit Musik. Das ist immer ganz cool anzugucken. Ich persönlich gucke sowas nämlich auch sehr, sehr gerne. Wow, das Licht ist wieder gelb. So, ich glaube, jetzt ist es besser. Meine Gäste sind weg. Wir haben noch viel zusammengesessen. Der Sohn ist so süß. Oh mein Gott. Einfach so schöne, riesige blaue Augen. Ich werde jetzt auf jeden Fall aufräumen. Voll schade, dass sie so schnell wieder gegangen ist. Aber ich sehe sie nächste Woche wieder, weil wir treffen uns, alle Freunde treffen uns dann bei anderen Freunden. Und ich werde jetzt einmal dieses ganze Chaos hier beseitigen. Das hier ist mein Ständer für meine Kamera und professionell für das Handy da. Aber okay. Ach Leute, draußen ist es am Regnen wie sonst was, beziehungsweise am Stürmen. Es ist ultra kalt und ich war heute Morgen beim Sport. Ich habe meine Haare frisch gewaschen und gestylt. Ich werde jetzt losgehen und mir ein iPad kaufen. Ich weiß erstens nicht, ob es eins gibt, weil in der Vorweihnachtszeit gibt es immer gar nichts. Und zweitens weiß ich auch nicht, ob ich das überleben werde, wenn ich jetzt losgehe, weil es draußen stürmt und es ist so ultra, ultra kalt draußen. Aber egal, ich werde es mal versuchen. Ich sehe gerade, meine Batterie geht leer. Aber mal gucken, wie lange das noch hält mit dem Handy. Ich zeige euch noch kurz, was ich trage. Und zwar ist es ein Oberteil von Roberto aus Istanbul. Aber das gab es auch in den anderen Läden noch. Also guckt immer, wenn ihr in Istanbul seid, auch bei den anderen Läden vorbei. Die Hose ist von Naked, das ist einfach eine Lederhose. Ich werde jetzt einfach meine Doc Martens anziehen, die gefütterten. Und ansonsten losgehen. So Leute, ich habe es geschafft. Ich habe es eingekauft. Ich war sogar noch bei Rituals und bei Intimissimi. Zeige ich euch jetzt aber alles gleich zu Hause. Und es geht von der Kälte. Ich habe richtig übertrieben. Ich bin jetzt zu Hause, wollte euch ganz kurz zeigen, was ich gekauft habe. Ich war bei Rituals und habe Handseifen mitgenommen. Einmal hier die A Purifying Ceremony. Und einmal, weil ich kann dieses Rosane nicht mehr sehen, habe ich noch The Ancient Art of Living Wisely mitgenommen. Oh, beide sehr gut. Und kosten pro Stück 7,90 Euro. Tada! Ich habe da Pyjamas gekauft, beziehungsweise... Ich arbeite sehr viel zu Hause und das Ding ist, wenn ich zu Hause bin und im Schlafanzug arbeite, fühle ich mich so nicht nach Arbeit, wisst ihr? Also es ist eher so zu chillig, zu gammelig. Deswegen habe ich mir ein paar Teile mitgenommen, die ich unter anderem bei Lydia gesehen habe, weil sie ist Ambassador für UK
Und das ist einmal das hier. Sehr, sehr angenehm vom Stoff her. Ich glaube, dass wenn ich das trage, ist das, glaube ich, sehr, sehr schön. Und es gab dann, wenn man immer ein zweites dazu nimmt, nochmal 50% aufs zweite. Deswegen habe ich 4 Stück mitgenommen. Dasselbe nochmal in schwarz. Ist relativ transparent. Also man muss schon, wenn man jemandem die Tür aufmachen will, auch was drunter anziehen. Dann habe ich das noch im Beige mitgenommen. Allerdings gab es das nicht mehr in S. Also habe ich es einfach in M mitgenommen. Dann ist es halt ein kleines bisschen größer. Dann habe ich noch eine Hose mitgenommen. Die sieht so ein bisschen seidig aus. Auch sehr hübsch. Sah an der Puppe sehr schön aus. Die Frau hat es noch an der Puppe ausgezogen und hat es mir dann gegeben. Allerdings, ich verlinke euch alles in die Infobox, aber da gab es jetzt keinen Rabatt drauf und die war auch nicht so super günstig, ich glaube. Und dann noch so eins mit einem V-Ausschnitt. Und die Oberteile, glaube ich, haben jeweils 40 Euro gekostet oder so. Also die Sachen bei Intimissimi sind wirklich nicht günstig, aber ich habe einmal ein paar Unterwäsche da gekauft. Ja, too much information. Aber keine von meinen Sachen hat so lange gehalten wie das. Und es war irgendwie schwarz alles und es hat alles, die Farbe ist nicht rausgegangen, jahrelang wirklich nicht. Und es bei diesen H&M-Sachen und so, da muss man die ständig wechseln, die ganze Zeit Abfall und ja, kann das vielleicht ein halbes Jahr oder sowas, bevor es so richtig all aussieht, tragen. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, meine Sachen bei Intimissimi zu kaufen, weil die einfach von der Qualität her bombastisch sind. Ich finde leider die Silk-Schlafanzüge, ich schlafe nicht so gerne erstens in Seide, mir ist es zu kalt, aber die von Intimissimi sind sehr, sehr gut. Aber man kann sie nicht in die Waschmaschine tun. Bitte erinnert euch daran. Außer ihr habt ein Handwäscheprogramm, dann müsste es eigentlich, dürfte es kein Problem sein, aber es gibt extra Seidenwäschezeug dafür. Ja. Aber ich war ja noch bei Gravis. Ich habe einige Dinge gekauft, aber Highlight ist natürlich mein iPad. Ich habe das in diesem Anthrazit-Grau genommen. Ich glaube, das heißt irgendwie Star irgendwas. Space Grau. Ich habe es in 512 GB genommen. Das ist das iPad Pro in 11 Zoll. Ich werde das gleich mal aufmachen, gucken, wie ich das installiere. Dann werde ich die Cloud, alles Mögliche da installieren und so weiter. Ich habe allerdings noch, weil ich schreibe ja einen Blogpost und es ist super nervig, in den Notizen bei Apple zu schreiben. Und man kann Microsoft Office, Excel und so weiter alles runterladen mit so einer Karte. Ich mal kurz. Das hier ist die Karte und dann kann man sich das einfach runterladen. Also man hat hier hinten so einen Code drauf, den muss man freirubbeln. Und dann hat man 365 Tage lang für, ich glaube, 60 Euro einen Zugriff auf diese ganzen Office-Sachen. Plus man hat noch 1 Terabyte Speicher. Und ich zahle im Moment 10 Euro oder 12 Euro bei Apple für meine Cloud, also für einen erweiterten Speicher. Also ich werde gleich auch noch meine Cloud kündigen. Freue mich voll, weil damit kann ich sehr schön Blogposts schreiben und die auch gut abspeichern und so. Und das ist schon sehr nervig bei Notizen, finde ich. Also da hätte sich Apple auch was Besseres. Und er meinte halt, es ist halt einfacher für einen Kunden, direkt auf Speicher erweitern klicken und dann mehr Geld im Monat zu bezahlen, als sich halt so richtig damit zu beschäftigen, was es für andere Optionen gibt. Und ich habe ihm halt gesagt, es ist eigentlich unüblich, dass man irgendwie, oder man denkt nicht daran, dass man sich was von Microsoft kaufen kann für Apple. Das ist irgendwie so ein Ding, was man nicht im Kopf hat. Dann habe ich mir noch den Apple Pencil geholt. Ich hoffe sehr, dass ich ihn nicht verliere, weil das ist nur ein Stift, ja, und das ist schon teuer, also. Aber damit kann man perfekt Bilder bearbeiten. Also wenn ich, habe schon einige gesehen, die ihre Bilder auf dem iPad bearbeiten und die machen das die ganze Zeit mit dem Stift. Das habe ich mir auch noch mitgenommen für mein Handy. Das ist eine SD-Card Camera Reader. Praktisch steckt ihr das in euer Handy rein, schiebt die SD-Card hier unten rein und dann habt ihr alle Fotos direkt auf eurem Handy. Müsst es praktisch also nicht erst auf euren Laptop ziehen. Vom Laptop airdroppen, weil manchmal hat man auch den Laptop gar nicht oder seinen Laptop gar nicht dabei und möchte gar nicht den mitschleppen oder und möchte trotzdem direkt das Bild bearbeiten, hochladen, verschicken, wie auch immer. Und dann kann man direkt hier die SD-Karte mit reinschieben. Das ist voll cool, habe ich schon bei einigen gesehen. Und ich habe noch geschenkt bekommen, voll das coole Ding, eine Powerbank. Damit kann man einmal sein Handy aufladen, eine Taschenlampe. Und was ich richtig cool daran finde, ist es gleichzeitig ein Handwärmer. Man kann so eine Funktion anmachen und dann kann man draufdrücken, dann erwärmt sich dieses Ding und dann hat man einen Handwärmer mit dabei. Und ihr wisst, wie es immer kalt und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich werde mich jetzt kurz in die Intimissimi Sachen schmeißen, werde euch das noch kurz zeigen und dann werde ich mich an mein iPad setzen bis ungefähr 19 Uhr. Also ich habe noch 2 Stunden und danach gehe ich mit einer Freundin Sushi essen. Freue ich mich sehr darauf zu Nagoya. Das ist sehr bequem, ganz abgesehen davon fühlt sich das sehr, sehr schön an und fühle mich nicht so, als würde ich jetzt im Pyjama arbeiten oder so. Deswegen, ja, ich mag es sehr gerne. Okay, let's do it. Ich hätte sehr, sehr gerne hier eine ganz große Vase drin und würde das Mittelstück hier einfach rausnehmen, damit die Vase hier so steht und dann da, weiß ich nicht,
getrocknete irgendwas drin steht. Aber ich habe so eine Vase noch nicht gefunden. Wenn ihr eine findet, die so ein Altsilber hat, nicht so ein Strahlensilber, sondern wirklich ein Altsilber, sagt mir gerne Bescheid. Würde ich mich sehr freuen. Junge, wie geht das? Wer ist von euch Profi? Hier setzt das irgendwann durch die Vase, ne? Okidoki, ich bin glücklich so. Ich glaube, hier fehlen noch ein paar Trockenblumen. Hier vielleicht so rein, aber ich zeige euch mal kurz, was ich gemacht habe. Ich habe hier ein Bild hingestellt. Ich hoffe, dass die nicht umkippen. Auch da ganz oben habe ich die einfach nur so hingestellt. Hier ist einmal das Buch von Dior. Hier ist Christian Dior zusammen mit einem Model. Dann haben wir hier unten ein Buch von Gucci. Das habe ich auch von Gucci mal bekommen. Und zwei Kerzen. Dann er hier, den habe ich schon vor Ewigkeiten im Sommer, glaube ich, habe ich den gekauft bei TK Maxx. Dann das hier. Oh, sowas regt mich ja immer voll auf. Ich muss das mit Nagellack entfernen oder heißem Wasser hier entfernen. Kerze habe ich mal bei Zara Home gekauft. Und das hier ist auch von TK Maxx. Dann hier kennt ihr bestimmt Backgammon. Die Vase. Hier sind die Bilderrahmen von Zara Home zusammen mit der Lupe. Ich glaube, das sieht ganz cool aus, wenn hier hinter halt was steht, was auch dahinter passt, ne? Dann geht's weiter hier in der Mitte. Die Shisha ihren Platz gefunden. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie hier für immer bleiben wird. Ich wage es zu bezweifeln. Dann die Weltkugel. Die stand immer da ganz oben und ich finde irgendwie, sie ist da voll untergegangen. Das hat mich voll genervt. Allerdings ist sie halt eigentlich so, dass man sie so komplett zu einer Kugel machen kann. Aber das passt nicht wegen dem Glas. Dann die Steine und die Bilder hier oben. Und danach kommen die Vasen da oben und einmal ein Pokal da oben. Und hier haben noch, die sind einfach stehen geblieben. Ich fand, die haben da perfekt hingepasst. Also vorher war das echt ein komplettes Durcheinander. Jetzt ist dieses Regal wenigstens auch sein Hype wert. Und ich brauche halt noch so ein paar Bücher hier unten rein. Ich werde jetzt einmal hier dieses Chaos beseitigen, welches ich gerade gemacht habe. Ich wollte aber noch gerne mein iPad installieren und das anmachen und so. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich das schaffe. Aber einmal Haare hochgenommen. Ich will jetzt noch kurz Plätzchen backen, da ich nicht so mega viel Zeit habe, um den Teig zu machen und so weiter, habe ich mich dafür entschieden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Schneidest du in Scheiben und formst das dann praktisch. Und ich will, dass die Wohnung nach Plätzchen riecht. Und ich sie danach natürlich alle essen kann. Ich habe hier wieder mein Handy in seiner Halterung. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, wie diese Plätzchen gehen. Oh, die muss man erstmal 45 Minuten so lassen. Temperieren lassen heißt das. Deswegen lasse ich die dann doch erstmal draußen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher, ob ich die Plätzchen backen werde oder zurück in den Kühlschrank stellen werde, um sie morgen zu backen. Denn ich muss noch eine Story machen für Glisskur und wollte das Video eigentlich jetzt Jasmin schicken. Allerdings hat die Kamera so hochauflösend gefilmt, dass ich tatsächlich 33 GB in nur 26 Dateien oder so habe. Das ist richtig, richtig viel. Das braucht schon nur, um auf den Laptop gezogen zu werden, 15 Minuten. Das heißt, ich werde das erstmal rendern in meinem eigenen Schnittprogramm und ihr das dann als komplette Datei zuschicken. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe die Bilder für den Elsa-Look rausgesucht, also diesen Schneelook. Das hier braucht jetzt noch 2 Minuten und deswegen, glaube ich, werde ich einfach unten die Story erst machen gehen, weil ich treffe mich gleich mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt und danach gehe ich zur Thai-Massage und dann hat sich der Abend für mich erledigt. Ich glaube, das kommt dann in meinem nächsten Vlog mit dem Plätzchen, aber herzlich willkommen zu Vlogmas Woche 3. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Wow, das hat sich wieder gereimt. Ich glaube, ich bin ein richtiger Dichter, weil ich reime fast in jedem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns dann ganz, ganz bald. Quatsch, morgen. Tschüssi.